Damen und Herren, herzlich willkommen beim Wirtschaftsforum. Lassen Sie mich zuerst ganz kurz zurückblenden. Wir haben uns letztes Jahr im November hier getroffen beim Wirtschaftsforum und da haben wir das Motto gehabt, energiegeladen aus der Krise. Nun, was haben wir bisher geschafft auf diesem Weg? Aus einem Wirtschaftsrückgang von etwa 4% haben wir ein Wachstum von etwa 1% in den Gewerkschaften. Deutschland peilt ja 3% an, also ein ordentlicher Schritt. Andererseits haben wir eine neue Erfahrung gemacht mit Griechenland. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein europäisches Land bankrott gehen kann. Wir haben ein Bankenrettungspaket überschnüren müssen in der Höhe von 110 Milliarden Euro. Einen EU-Schutzschirm von 750 Milliarden Euro. Also das waren wieder ganz ordentliche Brocken, die wir zu bewältigen haben. Trotzdem, die Börsen haben sich erholt. Der ATX ist über 60% über seinen Wert vom Oktober 2008. Der DAX hat gestern Abend seinen Höchststand wieder erreicht seit Juni 2008. BMW hat vor zwei, drei Tagen das beste Quartalsergebnis gemeldet in der Geschichte. Also, sind wir über den Berg oder haben wir noch ein paar gewaltige Nüsse zu knacken? Das ist die Frage. Und deshalb bin ich der Meinung, dass unser Motto vom heurigen Jahr, so wie das im letzten Jahr genau ein Punkt ist, so schaffen wir den Aufschwung. Ich glaube, die Referenten werden heute beleuchten, was zu tun ist und wir es schaffen können, dass wir vom Weg aus der Krise in einen nachhaltigen Aufschwung hineinkommen. Meine Damen und Herren, ich möchte jeden einzelnen von Ihnen sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich über jeden, der hier sitzt. Aber lassen Sie mich bitte einige Persönlichkeiten persönlich begrüßen. Zuallererst unseren Landeshauptmann Herbert Hausgruber. Die Mitglieder der Landesregierung, Statthalter Wallner, Landesrat Rüdiger und Landesrat Stemer. Ich begrüße die Abgeordneten zum Nationalrat, zum Bundesrat und die Landtagsabgeordneten und an der Spitze von diesen Persönlichkeiten den Klubobmann im Nationalrat, Karl-Heinz Koch, und die Präsidentin des Vorarlberger Landtages, Frau Bernadette Mendel, und den Bürgermeister der Landeshauptstadt, Markus Lina. Natürlich möchte ich auch die Präsidenten der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer begrüßen, den Manfred Rhein und den Hubert Hämmerle. Und wenn ich so in die Reihen schaue, dann sehe ich viele Vorstände, Geschäftsführer von Banken, Versicherungen und wichtigen großen und kleinen Unternehmen aus dem Lande. Ich möchte Sie alle zusammen sehr herzlich begrüßen. Am Schluss möchte ich mich bedanken und ihn auch gleichzeitig begrüßen, nämlich Herrn Eugen Rus. Er ist derjenige, der dieses Wirtschaftsforum seit vielen, vielen Jahren unterstützt, fördert und dadurch ermöglicht. Herzlichen Dank. Auch ich darf Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, recht herzlich zu diesem 27. Vorarlberger Wirtschaftsforum begrüßen und Sie willkommen heißen. Wie jedes Jahr ist die Teilnehmerzahl unglaublich hoch und ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und vor allem für Ihre Treue. Wir haben ja wirklich langjährige Stammgäste unter uns. Sie haben von Helmut Steurer gehört, was innerhalb des letzten Jahres alles passiert ist, seit wir das letzte Mal hier herumgestanden sind. Schwierige und aufregende, turbulente Zeiten liegen hinter uns. Gemäß der aktuellsten Konjunkturumfrage der Industrie, die wir diese Woche veröffentlicht haben, befinden wir uns auf einem Erholungspfad. Die Wirtschaft wächst wieder. Allzu vorsichtig sind die Unternehmen allerdings, was die Zukunftsaussichten betrifft, die Einschätzung der Zukunft. Von einem selbsttragenden Aufschwung, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann demnach noch keine Rede sein. Das heißt aber, die Richtung stimmt, was aber noch nicht stimmt, ist etwas die Geschwindigkeit.
dieser positiven Entwicklung. Unsere Nachbarländer wie Deutschland oder auch die Schweiz sind flott unterwegs im Eiltempo, während wir so gemächlich dahinrollen. Österreich muss wieder zurück auf die Schnellfahrerspur, dorthin, wo wir in den Glanzjahren der Hochkonjunktur waren. Was fehlt, sind klare Bekenntnisse der Bundesregierung zu einem neuen, dringend notwendigen Reformkurs. Die Wirtschaft braucht günstige und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, um dynamisch und kontinuierlich und um das jetzt wachsen zu können. Und zwar hier am Standort Österreich. Dazu ist es natürlich auch notwendig, das Budget nachhaltig zu sanieren und die neue Verschuldungsquote zu senken. Jetzt muss die Devise lauten, meine sehr geehrten Damen und Herren, sparen, und zwar massiv sparen. Ich hoffe, dass wir dazu auch von unserem heutigen Referenten Johannes Dietz noch einiges hören werden. Wenn Österreich im internationalen Wettbewerb künftig mithalten will, müssen wir nun endlich die Weichen Richtung Zukunft stellen. Österreich ist ein ressourcenarmes Land. Unser Trumpf kann daher nur Wissen, Bildung und Innovation sein, Forschung. Und in diese Bereiche müssen wir investieren, muss Österreich eine Vorreiterrolle einnehmen. Was wir nun tun können, um den Aufschwung zu schaffen, ist somit eine ganz aktuelle, zentrale Frage, der wir hier heute beim 27. Vorarlberger Wirtschaftsforum genauer auf den Grund gehen wollen. Die heutigen Referenten können ganz bestimmt wertvolle und wichtige Impulse bzw. Anregungen liefern. In diesem Sinne wünsche ich